Das geht euch nichts an. Einer schönen grünen Wiese steht eine große Herde. Rindviecher und Ziegenböcke. Da weiß ich genau, was ich zu tun habe und muss mich umsonst
nichts kümmern. Und weißt du was? Du musst diese ganzen Rindviecher und Ziegenböcke nicht sehen. Und hast du Angst vor Menschen? Nein, wieso? Rentesamt. Angebot. Inkasso. Ja, das ist alles nur mein Leben. Du musst diese ganzen Rindviecher und Ziegenböcke nicht sehen. Und hast du Angst vor Menschen? Nein, wieso? Kontrolle. Kontrolle? Antrag, Autowechsel, Unfallversicherung. Ja, und Sicherheit ist normal. Was ist das? Aber hast du Angst vor Kontakt? Sag mal, du, ohne Briefe, wie macht ihr das da in Dings da? Hat er wahrscheinlich nur Probleme und Chaos. Stimmt's? Nee. Wir sitzen auf dem Bau und machen die Musik. Was? Wir sitzen auf dem Bau und machen Musik, aber so kann man doch nicht leben. Man braucht doch eine Ordnung, eine Klarheit, eine Struktur, einen Plan. Deshalb machen wir Musik. Deshalb macht ihr Musik? Genau. Ich zeige euch, wie wir das machen, okay? Seid ihr alle dabei? Ja. Super. Siehst du? Also, es gibt so eine Musik, die wir immer machen. Es geht so. Homo araye eschereo. Eschereo kommt von euch, weil ihr müsst alle mich unterstützen. Okay? Hast du das auch schriftlich? Ja, das kriegst du schon. Okay? Ah, okay. Vorspielen? Ich spiel's mal vor, ja? Genau, super. Man kann damit sprechen. Das ist so eine, kann man nicht widerstehen, okay? Spiel mal. Ja, okay, jetzt. Eins, aber pass auf. Eschereo, sag mal. Eschereo. Okay. Was heißt das? Zuma, was du tust. Okay? Eins, zwei, drei, go. Beladen mit den Waren eines Kaufmannes, traben nebeneinander her. Mir tut der Rücken weh.
Freude. Fiat! Kannst du was abnehmen? Ich. Machen, dann brauchst du jemanden, der für dich was kochen und so. Beispiel die Muse. Ganz einfach, gehst du schnell, deine Nachbar. Koko, hallo. Ja, kannst du was für mich kochen? Dann sag deine Nachbar zu dir. Ja, gerne, das ist kein Problem, das mach ich. Gehst du weg. Deine Nachbar, vielleicht braucht er etwas satt, hat er nicht zu Hause, geht er zu anderen Nachbarn. Koko, hast du Satz zu Hause? Dann, es kommt schon, dann habt ihr eine Stunde Platz. Aber in Deutschland, ich glaube, die Leute haben immer Hand, um Ife zu fragen. Und, also ich verstehe Ife überhaupt nicht. Nichts. Sag mal, du sagst, ihr redet miteinander und schaut euch an und ja. ihr berührt euch und ja. ihr unterstützt euch immer in großen persönlichen Gemeinschaften. Ja. Beziehungen sind sehr verbindlich, ja. Abmachungen nicht wichtig, Unsicherheiten sind normal, ja. Probleme werden kreativ gelöst. Ihr braucht keine Briefe? Ja. Und ihr sitzt auf dem Baum und sind wieder. Genau.
Also, aber was willst du denn hier auf unserer schönen, grünen Wiese? Wir brauchen dich doch überhaupt nicht. Du bringst doch alles durcheinander. Wir gehören zusammen. Ihr gehört zusammen. Wir haben keine Probleme. Wenn wir Probleme haben, dann habt ihr auch Probleme. Ja, du verstehst mich ganz fast, weißt du? Ich rede, wie wir von Natur aus sind. In Afrika. Von Natur aus? Genau. Ja, wir wollen immer zusammen was machen und so. Ja, aber es gibt so. Wir haben ein paar Bedrohungen. Bedrohungen? Genau. Was für Bedrohungen? Okay. Beispiel: Es gibt so eine Organisation in Nigeria, nennt man Boko Haram. Was? Boko Haram. Boko Haram. Genau. Was ist denn das? Ja, das ist so eine islamistische Organisation, die vom Taliban herausgekommen ist. Ja. Boko Haram, übersetzt mal, westliche Bildung sind Sünde. Das heißt, du darfst keine westliche Bildung bekommen. Weil wir wissen schon, wenn du das hast, dann kannst du dich besser werden. Also du kannst wählen, du kannst die richtige Personen in Politik bringen. Aber das wollen wir nicht. Ja, unsere Nachbarländer versuchen wir, uns zu helfen. Wir kommen zusammen, damit wir Boko Haram bekämpfen können. Aber bis jetzt ist immer erfolglos. Ja, es gibt so viele Dinge, die sagen, hallo, was ist das? Die Christen dürfen nicht zusammenkommen, weil die Gemeinde sind schon alle verbrannt. Priester waren angegriffen. Keine Schule, du darfst nicht in Schule gehen, weil die Gebäude, Ausbildungsstätten sind noch alle verbrannt. Was mich jetzt, ich sage, das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein. So viele kleine Menschen wurden entführt. Vergewaltigt, sexuell belastet und zwangsverhaftet. Es war einmal ein Lamm und ein Wolf. Beide durstig. Kommen an denselben Bach. Das Lamm trinkt weiter unten. Und der Wolf steht weiter oben. Betet, bevor du hießt, mit offenen Augen.
Sonst wird alles wieder neu, okay? Du hältst deine Klappe. Ganz klar. Wie wir gesehen haben, es gibt so eine Verhandlung. Zum Beispiel in Deutschland gibt es immer so eine Gerichtsverhandlung, kommt ein Richter mit seiner Entscheidung. Aber das findet man kaum in Afrika. Weil das ist so. Deshalb sage ich, wir brauchen dich, ihr braucht uns. In Afrika, wir haben Blut, das musikalische Blut. Wir respektieren uns durch Musik, wir hatten uns einander und so. Und in Deutschland, es gibt so viele Dinge, die man sagt, wow, wow, wow. Nicht nur in Deutschland, in Europa, okay? Beispiel, man kann eine Ausbildung machen umsonst, brauchst du nicht bezahlen. Da hast du eine gute Zukunft, sichere Zukunft und so. Es gibt so viele Dinge, die sage ich, wow, das brauchen wir auch in Afrika. Ist nicht so, es gibt manche Leute, die das haben, aber es ist noch nicht überall. Das brauchen wir auch. Ja, so viele Dinge, Rechnung habt ihr, Buchhaltung habt ihr. Mathematik, Physik, ja. Psychologie, super. Philosophie, ja. Juristerei, Medizin, super. Und leider auch Theologie. Super. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Weißt du, wenn mich jemand nicht respektiert, weißt du, was ich dann mache? Rate mal. Ich bin nicht in Afrika. Sei mal kreativ, spontan. Das in Afrika, okay? Sag mal. Rechtsanwalt. Nicht mehr im Brief, okay? Keine Rechtsanwalt. Jetzt Musik. Aber. Musik, oder? Aber du mit deinen Liedern, du musst dich doch durchsetzen können. Du musst deine Interessen wahren. Musik. Rechtsanwalt. Musik. Ja. Rechtsanwalt. Musik. Du musst doch. Da kommst du nicht weiter. Musik. Glaub mir. Komm schon, Musik, okay? Rechtsanwalt. Ah, Musik. Aber kurz, ganz kurz, ja? Ja, komm schon. Komm schon. Nur kurz. Musik, okay? Ja. Das brauchst du keinen Brief, du hast immer Kopfschmerzen, weißt du? Musik. Das klingt gut, ne? Also jetzt, ich habe so viel Musik gemacht im Leben, aber diese Musik mag ich immer gerne mit so viel Leidenschaft. Meine Mutter hat mir beigebracht und das muss man auch dazu machen, okay? Das geht so. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ọ, òun náà lẹ ẹni kejì rẹ, rántí rẹ. Ó ti rí ìwọ́sí. You know, the yẹni gẹ́gẹ́ do Africans is that an answer. Helfen. Helfen. Einfach. Okay? Einfach so. Nonbody. Okay? Ohne Grund. Ohne Grund. Brauchst du nicht. Hast du das so gesehen? Ja. Schon. Deutschland. Grüß dich schon, okay? Jetzt, wenn ich jetzt singe, Ro, Si, Re, immer Begleitung, das brauche ich immer, okay? Ro, Si, Re. Nochmal. Ro, Si, Re. Lauter. Ro, Si, Re. Kannst du mal ein bisschen vorspielen, oder? Soll ich? Ich bin hier. Ja, super. Damit. Okay. 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 Ok
Dass ihr euch irrt. Man sollte nicht über Dinge streiten, die man nicht kennt. Der Elefant ist wie zwei Knochen, zwei spitze Knochen. Das fünfte Kind putzt die Beine. Meine armen Brüder, ihr seid auf dem falschen Weg. Aus eigener Erfahrung muss ich euch sagen, der Elefant ist eine dicke Haut, die von vier Säulen getragen wird. Amen. Das
Texte gehen, putz den Schwanz. Ihr spinnt. Ihr seid ja völlig verrückt. Der Elefant ist ein Seil, das vom Himmel herunterhängt. Und so streitet es sich die sechs Kinder. Unerbittlich. Beschreiben einen Teil vom Elefanten. Stimmt nicht. Der Elefant besteht aus alle diese Teile. Und so fangen die sechs Kinder an, auch die anderen Teile des Elefanten zu fühlen. Wollt ihr auch mal anfassen? Nur Mut! Oder wollen Sie den Elefanten fühlen? Oder wollen Sie? Thank you.